Und Jokoso zur dritten Folge Faster Than Light, der Hoshi Voyager. Oh ja, also klicken wir mal auf Continue und wir können jumpen in den Next Sector. Super Aussprache. Uncharted Nebula oder Uncharted Nebula. Wir haben eine sehr schöne Auswahl, aber hier gibt es Civilian Sectors. Lieber hier oben hin, weil hier ist dann, hier muss man wieder an einer Nebula vorbei, hier kommt man auch lang ohne Nebulas. Gefällt mir besser. In der Mitte hat man ja sowieso meistens mehr Auswahl. This nebula must have been an important hub at one point. Placing all of these jump beacons would be no easy task. However, now it's hardly navigable. Hier ist ein Store. Sehr gut. Da kann man sich bestimmt irgendwas Tolles kaufen für 14, ne? Gibt's bestimmt super viel tolles Zeug. Seeing a trade depot set up near the beacon implies there is an alien settlement on some nearby rock. You decide to check out the wares. I think I've decided okay, but I think here are not good things to get. No. Okay. I would say we must buy some of this. And now, we must jump to not to this beacon, unless it's possible ship to be detected, and the Weaver fleet was prepared for the nebula in the sector, so it won't be as effective a hiding spot. This section of the nebula is experience in Iron Storm. Ach nee, in Iron Storm. Na bloß nicht. Okay, und die Weeble Fleet waren hierauf vorbereitet. Das heißt, es bringt nichts, sich hier zu verstecken. Scheiße, with the sensors down, you spend a good deal of time starting out the window. Staring out the window. It is, you must admit, rather beautiful here. Richtig beautiful hier. Klar. Hier schon wieder ein possible ship detected. Wollen wir uns trotzdem mal in den Kampf wagen? Auch wenn das natürlich ein Rebellenschiff sein könnte, gut. Oh nein, doppeltes Danger. Da war noch irgendwas anderes. Hätte ich mal drauf achten sollen. Natürlich ein Iron Storm wahrscheinlich, ne? You arrive in the middle of a Plasma Storm. Plasma Storm. Despite the harsh conditions, our Weeble Scout seems to be waiting for you. Das war eine richtig schlaue Idee, ne? Ich tue schlaue Sachen. Was ist denn gerade los? Not enough power? Hä? Kann mir irgendwer erklären, was los ist? Wir können unsere Schilde nicht nutzen? Not enough power. Wieso denn das? Ach, wegen dem Plasma Storm. Das heißt, wir haben ungefähr genau gar keine Chance, ne? Wir müssen einfach nur versuchen zu fliehen. Irgendwie zu fliehen. Reparier schnell das hier. Oh, oh. Reparier du schnell das hier. Wichtige Sachen zu reparieren. Matt hilft mal. Obwohl, nee, muss nicht sein. Oh, wir müssen hier einfach nur schnellstens weg. Matt, reparier du die Kameras, auch wenn die uns hier nichts bringen. Ach, scheiße. Nein, doch nicht. Metz, bleib du lieber dort. Oh, scheiße. Die Shields brauchen wir nicht reparieren. Kann der sich heilen? Nee, wir haben nämlich keine Power da drauf auf den Heildingern. Ah doch, jetzt haben wir ein bisschen. Der nämlich Ship appears to power. Okay. Ich finde super, dass ihr abhauen wollt. Ich finde es eine super schlaue Idee. Das finde ich richtig toll von euch. Das ist richtig nett. Einfach nur nett. Wir müssen hier nämlich auch schnellstens weg. Scheiße. Das hätte ich nicht machen sollen. Das war einfach nur dumm. Okay. Ich wusste nicht, dass das hier so ein Storm ist. Da hätte ich drauf achten sollen. Scheiße. Your crew are constantly looking out of the window, checking for hostiles. They jump at every creak and moan of the ship. The tension is almost palatable oder so ähnlich. Ah gut, jetzt haben die Leute hier eine Menge zu tun. Die müssen nämlich alle reparieren. Dann kann ich ja jetzt mal was erzählen. Nämlich, heute wurde endlich mal... Oh, scheiße, da fehlt die Luft. Das ist gar nicht gut. Wie kommt es denn dazu? Ist da ein Riss im Boden oder was? Matt, geh du dorthin. Scheiße. Ist da ein Riss oder was? Nee, bleib da, Matt. Ist da wirklich? Na, offensichtlich war da ein Riss im Boden, aber ich kann es jetzt gerade nicht wirklich sehen. Na, wie auch immer. Jedenfalls, sage ich mal, du gehst wieder hier hin. Nee, warte. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Leute sonst da immer überall standen. Der Kroll ist auch noch verletzt, also geht er jetzt auch mal hier hin. Nämlich mein Verband, Gipsschiene und so weiter ist endlich weg. Mein Arm ist befreit. Er ist frei. In der Freiheit. In der Freiheit. In der Freiheit, genau. So, zur Engine mit dir, der Groll. Taiji. Zu den Kanonen. Zu den Waffensystemen. Und genau, Matthew ist an den Shields unterwegs. Dann können wir jetzt weiter jumpen. Wir müssen jetzt schnellstens wieder zu einem Store. Aber bis dort hinten zurück ist, glaube ich, keine gute Idee. Warte, kann man jetzt dort unten lang? Habe ich nämlich nicht richtig gesehen. Mann, ich hasse Nebulas, aber es gab leider keine Auswahl. A pirate ship arrives shortly after you. Judging from the fact that it's an attempting to avoid your ship, you assume that it's smuggler trying to stray away, is
trying to stay away from beacons. Attack the pirate. You power up your weapons and move into engage. Und ich bin irgendwie dumm. Ich bin nämlich nicht auf die Idee gekommen, vielleicht die besser zu ignorieren. Die hätten uns wahrscheinlich auch nicht angegriffen. Weil wir sind hier nämlich schon echt heftig gedamaged. They look like they don't want to fight. They are trying to escape. Okay, dann schießen wir mal auf deren Engine. Wird es denen ganz unwahrscheinlicherweise nicht gelingen, zu escapen? Scheiße. Dann reparieren. Accept the offer. Their offer. They hail you. We realize your ship is no match for yours. Our ship is no match for yours. If you let us go, we can make it worth your while. Lieber das hier. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Yep, repariert. Dann reparier du dich nochmal, Matthew. Ja. Naja, ist ja ein Engi, also. Trifft reparieren, das ist eigentlich ganz gut. Im Prinzip. Dann jetzt hierhin zurück mit dir. Ah ja, jetzt können wir hier mal das saven. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon einmal dran gedacht habe zu machen, aber ich glaube nämlich nicht. So. Oh, wir haben keine Raketen mehr. Scheiße. Without active sensors, you have no other option but to look out of the viewport in apprehension. It's eerily quiet. Das ist gut. Oh, gut, da gehen wir dann doch nicht hin. Aber nicht darüber. Einfach so hier hinfliegen halt. Achso, nee, das ist die Möglichkeit, dann dort zu fliegen. Ist doch egal jetzt. This long-range beacon is almost hidden within a nebula. When the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. Die Folge wird jetzt aber ganz schön kurz. Yep, we can jump to the next sector. Aber die Folge ist erst 6 Minuten lang. Na gut, aber machen wir jetzt trotzdem. Da möchte ich mich eigentlich dran halten. An meine eigenen Regelungen so. Ich habe jetzt übrigens... ich habe jetzt übrigens den Sound noch ein bisschen höher gestellt wie in der letzten Folge, glaube ich, weil ich das ein bisschen zu leise fand. Wo mir gerade auffällt, ich höre, glaube ich, ja keinen Sound. Naja. Jetzt höre ich welchen. Na gut, jedenfalls nicht den Daumen vergessen, schön Kommentare schreiben. Ja, also ja genau, es ist. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nichts mehr an meinem Arm, das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich auch wieder alle möglichen First-Person-Games wieder besser spielen. Und ja, ich kann den Arm aber trotzdem noch nicht richtig verwenden, da ich da jetzt kaum Kraft mit habe, weil ich den ja nicht verwenden konnte bisherig. Also, ja, wie auch immer, auf jeden Fall nicht den Daumen vergessen, schön Kommentare schreiben und bis zum nächsten Video.